So, wen nehmen wir uns denn als nächstes vor? Ich denke, Vexen wäre ein guter Kandidat. So, nee, erstmal kein Interesse. Ach, Folge habe ich mir auf Kreis gelegt. Das war mein Fehler. Okay, dann legen wir jetzt Magnera auf Kreis und Folger auf Dreieck. Bin irgendwie daran gewöhnt, dass Feuersprüche immer auf Dreieck sind bei mir. Let's try our best. Oh. Wir schon mal shit beschissen an. Fällt gerade mal auf, ich hätte mir wahrscheinlich Flammenfesseln ausrüsten sollen. Damit das ja auch was bringt, was ich gerade mache. Das Nette ist, dein Revenge Value wird durch Feuer nicht erhöht. Aber normalerweise würde man es eher so machen, dass man nicht stirbt. Nein, mit der Überform würde man es normalerweise eigentlich machen. In Kombination mit Feuer. Ach so, ich habe ja Flammenfesseln noch gar nicht. Shit. Dann müssen wir es mal so versuchen. Da ist Malux ja, glaube ich, leider ein Stückchen leichter zu machen als er. Ihr seht, uns seien die Iframes. Und wir kommen trotzdem durch Folger relativ guten Schaden rein. Oh, nice, Glück gehabt. Dass das noch geklappt hat. So, wo ist Antisora? Da ist Antisora. Nein, 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 nein. Okay, ich knall erstmal Antisora ab. Okay, er ist verschwunden wieder. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier wieder den Schild zu zerstören. Ah, da hat er sich leider schnell wieder regeneriert. Der Schild. Jetzt hier noch ein bisschen Feuerschaden reinbekommen. Okay, alles normal. Shit, shit, shit. Nein, bitte triff. Na, verdammt. Hilft nichts. Leider muss ich dort jetzt eine Ex hier raushauen. Aber ich meine, wir bekommen noch so viele im weiteren Spielverlauf. Da ist es schon okay. Kann man das ruhig mal verantworten. Nee, okay. Ich hatte seinen Mensch doch nicht getroffen gehabt. Interessant. Okay, schnell mal heilen. So, jetzt reicht mir das hier. Antisora gegen Vexen, okay. Sieht man auch nicht hier oft. So. Jetzt wirst du Opfer deiner eigenen Schöpfung. Oder auch nicht. Ich hasse Antiform. Oh, das soll ja auch als Bestrafung dienen dafür, dass man Dryform zu sehr abused. Wir werden uns jetzt mal hier ordentlich mit Ethern eindecken. So viele. 6 sollten erstmal reichen. Dann haue ich uns einfach ganz viele Ether rein. Damit sollten wir eigentlich auch schon ganz schön gut arbeiten können. Nee, das mal raus. So, nochmal kurz in den nächsten Bereich, damit es auch gespeichert wird. Und wieder rein. So. Ich glaube, wir haben definitiv eine Chance, es zu schaffen. Wenn man schön aufpasst. Ich glaube, ich sollte Refleck einsetzen am Anfang. Genau deswegen.
Okay, erstmal schön defensiv bleiben am Anfang. Das merke ich jetzt sogar, dass das deutlich besser wäre. Okay, nice. So, Weisenform? Ah, verdammt. Ich sagte Weisenform, nicht Antiform. Und ich muss jetzt riskieren, aber drauf zu gehen bei ernsten Aktionen. Lass doch mal einen Finisher landen. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Gut, wir haben Antisora töten können wieder. Jo, der hat leider nicht viel Leben verloren. Okay, Kombo Nummer 1. Ah. Okay, gut. Also ein Sliding Dash darf ich mir noch erlauben. Nachdem ich den zweiten Finisher gemacht habe. Gut zu wissen. Hat ihn geklopft? Mir auch egal, selbst wenn. Zweimal nicht drücken müssen. Shit, shit, shit. Okay, nice. Ja, verdammt. Mein Schild hat sich viel zu schnell neu gebildet. Okay, dann mach ich's auf die Art und Weise jetzt ab sofort. Ah, ich dachte, ich hätte schon der MP. Macht der Gewohnheit. Finisher Nummer 1. Finisher Nummer 2. Und jetzt kommen Nummer 3 und 4. Okay. Okay, soweit kann ich seinen Revenge bei you problemlos treiben. Gut, komm mal her, Antisora. Komm mal her, mein Kleiner. Fein machst du das. Ah, okay, ich merke, er hat auch einen Revenge bei you. Oh. Okay, wenn du das 14 bekommst, ist es auch nicht anders. Endlich mal Limitform geworden hier. Okay, und wieder zurück. Da habe ich mir Ether ausgerüstet, wenn ich sie nicht benutze. Nein. Shit. Ja, es wird wahrscheinlich gleich mein Tod sein. Okay, wo ist Antisor? Da ist er. Hoffen wir, dass ich ihn schön weiter unter Beschuss halten kann. Weil wir wollen wirklich nicht erleben, dass sich die Datenleiste bis auf 5 wird. Oh nein. Okay, nice. Gut, da muss ich jetzt die zwei Delta opfern. Ich hab da auf 4 gedrückt. Ja, geht nicht anders. Ich hoffe nur nicht, dass er seinen Desperation Move einsetzt. Weil mit dem kann ich aktuell überhaupt nicht umgehen, mit dem aktuellen Mitteln, die wir haben. Ach, verdammt. Dadurch, dass ich ihn mit der Explosion getroffen habe, glaube ich. Dadurch wurde sein Revenge Value ein bisschen durcheinander gebracht, leider. Okay, es tut mir leid, dass er die ganzen Fehlversuche ertragen müsst. Wir kriegen das schon noch hin. Ich verspreche euch das. Wir kriegen das heute hier noch hin. Okay, jetzt riskiere ich auch nur die 3 Finisher, mehr nicht.
Gut. Ach komm. Ninja Nummer 1. Ninja Nummer 2. 3. Und 4. Ah, ich dachte es mir, dass du mich tun willst, kleiner Vogel. Nein. Wo ist er? Da. Okay, also bisher läuft der Kampf eigentlich ganz gut. So, einen Finisher könnte ich mir noch erlauben. Ja. Ich habe eigentlich 4 gedrückt, um eine Ausweichrolle zu machen, aber anschließend hat er dafür den zweiten Finisher gemacht, in Form von letzter Sprung. Ach man. Mir fällt mal auf, ich habe das OP-Mittel noch gar nicht eingesetzt. Doch als Sackflair. Und ich glaube, es würde hier auch ordentlich Wunder wirken bei dem Kampf. Eins. 2, 3, 4. Okay, also irgendwas hat ihn schon wieder getroffen, was dann Mensch bei durcheinander gebracht hat. Sonst hätte er sich da nicht gerecht. Endlich, so. Huch. Nein, ich wollte Anti-Soran anvisieren. Nicht ihn. Ups. Ja, genau in dem Moment muss die Teil natürlich beschwören. Außer kaum war dann ein bisschen spät. Nimm das, Junge. Okay, gut. Er schmerzt mir in der Seele, aber wir müssen offenbar einen sicheren Weg gehen und absichtlich ein bisschen auf Damage Output verzichten, um überleben zu können. Gut. Dann ist das halt leider so. Wenigstens muss ich mich bei dem Schild nicht zurückhalten. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch nicht klappen könnte. Hm. Autschi, autsch. Wo ist er? Da ist er. Nein, Goofy, Schleider. Nein, ach, Goofy. Was machst du denn da? Okay, netterweise hat er das Zantezuku nicht überlebt. Das macht schön viel Schaden. Ich glaube, wenn ich davon getroffen werde, bin ich One-Shot tot. Ach, schade. Einfach nicht genug Iframes. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es doch erst machen, wenn wir das Spiel durch haben. Aber eigentlich wollte ich diesen kleinen Grad von Herausforderung hier noch weiter beibehalten. Wahrscheinlich sollte ich einfach ab irgendeinem Punkt Darkflare einsetzen. Wenn ich einen bestimmten HP-Wert von ihm unterschritten habe. Lass mich ihn doch mal angreifen. Ja, es ist schmerzvoll, ihn anzusehen. Sorry dafür. Hattet ihr auch schon mal gegen den hier gekämpft? Hattet ihr dabei auch solche Schwierigkeiten? Ich fand es noch die erste Mal auf der PS3 war das schlimm. Jetzt hier.
Gut, aber wir haben auch ein bisschen weniger Mitte, als man normalerweise haben sollte. Aber das kann man noch ein bisschen zu meiner Verteidigung dazu sagen. Okay, als Glück, ob ich Iframes bekommen habe, dadurch, dass ich den Schild angegriffen habe. Ne? Okay, wo bist du? Da bist du. So. Jetzt ist wohl noch ein bisschen mehr Damage. Was? Warum gab es dort eine Pause? Wie konnte er da rauskommen so leicht aus der Kombo? So, erstmal auf Antisora. Danke, Goofy, dass du mir zugespielt hast. So, und jetzt wieder zurück auf dich, mein Freund. Habe ich eigentlich Duckfly überhaupt mit dabei? Ja, habe ich. Okay. Okay, das war vom Timing genau, ja, genau richtig. Los, Dolight. Erwache wieder. Okay. Nein. Okay, versuchen wir mal da schön umzuhalten. Du, der dürfte nicht mehr allzu viel Leben übrig haben. Ah, jetzt kommt der Spaß wieder. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel Leben nur er alleine hat. Okay. Ein und ein Viertel. Ach, knapp. Also ich sollte vielleicht ein bisschen öfters Duckfly einsetzen. Am besten wechsle ich schon mal gleich am Anfang dort rein in das Menü. Dann können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Ach komm. Nein. Shit. Weiß, ob ich das nochmal mit am Boden ist. Ich kann mich das nicht killen. So, jetzt benutzen wir mal hier wieder die Limitform. Und kommen jetzt noch mit Asakanum. Aber irgendwie ist das so bisher der einzige Bossfight, wo die Kombination aus Zanzezuka und Asakanum nicht klappt. Schade. Nein, triff. So, ich glaube, das wird ganz guten Schaden machen. Ah, verdammt. Jetzt sollten wir wahrscheinlich Ether auf den Shortcut legen. So, müsste mich ja sonst mal mehr One-Shot tot. Ich gehe einfach mal weiter auf ihn rauf. Ich glaube, diese drastischen Maßnahmen macht dann nicht, wenn... Okay, macht's doch. Ah, tut mir leid. Also... Ich mach mir mal Ether auf den Shortcut. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Und zwar auf Kreis, weil... Dort brauchen wir es ja gerade überhaupt nicht. Das macht mir egal im Moment. Das bringt uns nichts.
Spät ist es? Halb fünf, okay. Noch anderthalb Stündchen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass Maloxia vielleicht sogar leichter wäre als er hier. Das war ein bisschen knapp. Nee, da kommt Antisora. Da ist Antisora auch schon wieder weg. Ach. So, bitte lass mich diesmal einmal diese Combo hinbekommen. Aus irgendeinem Grund klappt es einfach nicht. Kann ich erklären, warum. Bei jedem anderen Boss klappt es nur irgendwie bei ihm nicht. Ach komm. Wo ist er? Na, ich hole mal ein bisschen Sicherheitsabstand. So, jetzt gleich nochmal Duckflare hinterher. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ist irgendjemand am Leben? Nein, alle sind tot. Irgendwie will mich das Spiel gerade ganz schön trollen. Habe ich so das Gefühl. Könnte ich ja einen separaten Part machen, nur allein für Wechsen. Auf YouTube. Ach. Ach man. Da wollte ich mal wieder mit der anderen Straight versuchen. Gut. Muss jetzt runtergehen lassen. Warum lässt du? Das ist jetzt hier Antisora, das ist Antisora. Nimm das, ich bin der bessere Antisora. Gibt es überhaupt für mich die Möglichkeit, den Schild zu zerstören in Antiform? Genau in dem Moment hat er angegriffen, wo ich natürlich nicht Reflekt gemacht habe. Das war ein Ehrenmann. Nein. Oh. Okay. Boy. Was zur Hölle? Achso, er hat ihn zurückgeholt, um ihm ein Update zu geben. Okay, versuch's mal mit der Heldenform. Vielleicht läuft's ja besser. Hm. Okay, wir sind Antisora seit 5 Minuten endlich mal wieder los geworden. So. Ey, er hat noch so viel Leben übrig und dann schon so viele Probleme gemacht, allein in dem Versuch. Einfach nicht zu glauben. Wenn ich es innerhalb der nächsten 5 Versuche nicht schaffe, werde ich abbrechen und mit der Story weitermachen. Ah. Du kennst doch nicht Hofmaster, aber damals bei meinem Level 1 Playthrough war das auch immer so. Ah, noch so und so viele Versuche. Die Anzahl der Versuche ist dann immer irgendwie dann doch mehr geworden als ursprünglich geplant.
Knapp. Wir brauchen leider zwei Kombos, um seine Schild zu durchbrechen. Sehe ich gerade. Bitte nicht Antiform. Och Mann, ey. Das Spiel hasst mich gerade wirklich. Okay, Versuch Nummer 1. Oh, ich versuch's mal mit Maloxa. Ich glaube, mit Maloxa würde ich besser klarkommen als mit ihm hier. Zumal Maloxa eine deutlich niedrigere Defense hat. Okay. Jetzt mal erlaube ich mir nur zwei Kombos. Ah, natürlich. Okay, und jetzt habe ich auch gelernt, dass ich nicht zwischendurch noch neue Raketen beschwören sollte. Sondern dass das mir nichts weiter hilft. Zweiter Versuch. Gut, also wenn ich es in den nächsten drei Versuchen nicht schaffen sollte, dann Maloxia. Es ist nicht so eine Sache von Geduld, wo ich dann sagen kann, dass zum Ende... Echt, oh, ich bin schon wieder Antiform geworden. Mann. Nein, lass ab, Sora, lass ab. Und einen schönen guten Tag an die Leute, die gerade dazugekommen sind. Hallöchen, hallöchen. Ihr seht gerade, wie ich gegen Wechsel, naja, abwesend Zerette fehle. Aber ich bin auch ein bisschen underlevelt und bin eigentlich an einem Punkt im Spiel, wo ich ihn eigentlich noch nicht versuchen sollte. Wirklich. Noch zwei Versuche, bevor wir Maloxa wechseln. Ich sollte vielleicht mal richtig defensiv spielen und gucken, was passiert. Ah, okay. Ach, Antisora. Endlich hat die Zantetsu mit Asaka und Kumo mal hier geklappt. Okay, wir jetzt zurück. Das bringt mir jetzt nichts mehr hier, weiter in der Limitform zu bleiben. Na. Ah, hat schon Angst, dass ich wieder in der Combo von ihnen gefangen werde. So, wo ist er? Da ist er. Okay, hat noch ungefähr 3,5 Balken übrig. Wow, das erste Mal geschafft, dem Spaß auszuweichen. Es ist echt blöd, dass Dora nicht am Leben ist. Okay, so viel dazu, erst wieder da. Ein bisschen Glück könnten wir es vielleicht schaffen. Komm, er hat doch nichts mehr. Ich setze alles auf die Karte hier. Nein, triff. Nice. Geil. Oh, na endlich. Und ich glaube hier genau beim vorletzten Versuch, wo ich das Zeitlimit hier angesetzt habe. Meine Güte. Das war unerwartet schwer. Im Vergleich zu den anderen beiden, die wir bisher hatten.